So we do believe that there is no Europe free and peace without Western Balkans being stabilized finally. Europa kann nur friedlich sein, wenn der Westbalkan stabilisiert wird. Und Montenegro kann stabilisierend wirken und zur Entwicklung der gesamten Region beitragen. Stabilisierung und Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung, damit wir uns weiterentwickeln können. Bis heute gibt es keine bessere Möglichkeit als eine gemeinsame Verteidigung. In that sense, up to now, there is no better way but collective defense. The discussions we are having are political, ideological. It's not about the investments. Die Diskussionen, die wir führen, sind politisch, ideologisch. Es geht nicht um russische Investitionen oder Sanktionen. Es geht darum, ob Montenegro zur westlichen Zivilisation gehört und sich den Werten der westlichen Demokratien zugehörig fühlt. Es freut mich, dass sich die Mehrheit der Menschen in Montenegro den Werten der westlichen Gesellschaften, den Werten der EU und der NATO zuwendet. Values which are embedded in EU and NATO are the ones we have been cherishing for decades now. Die Diskussion um NATO-Basen wird oft in den Kampagnen der NATO-Gegner genutzt. NATO-Soldaten sind dort, wo die Probleme sind. Wir hatten noch nie Probleme in Montenegro und wir erwarten auch keine. Deshalb gibt es keine Gründe für jegliche Art von Militärbasen in Montenegro. Selbst als es in unserer Region schwierig war, hatten wir keine und deswegen gibt es erst recht keinen Grund, jetzt darüber nachzudenken.